Und darüber wollen wir sprechen. Werner Patzelt ist mir zugeschaltet, Politikwissenschaftler. Herr Patzelt, ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag. Da haben wir ja einerseits Frau Weidel, die also ihren entsprechenden Mitarbeiter offenbar aus dem Dienst entlässt. Auf der anderen Seite haben wir Co-Chef Tino Chrupalla, der sagt, naja, er war auch schon mal auf so einer ähnlichen Veranstaltung. Beide Co-Chefs, die gehen da jetzt also offensichtlich sehr unterschiedlich vor. Wie bewerten Sie denn diese unterschiedlichen Reaktionen auch im Hinblick darauf, wofür die Partei eigentlich steht? Es kann sich um Unterschiede in der von Weidel oder Chrupalla bevorzugten Strategie der AfD handeln. Im Hintergrund wird Folgendes stehen. Die AfD ist inzwischen so stark geworden und geht so sicher Wahlerfolgen entgegen, dass sie im Grunde nur noch sich selbst besiegen kann. Und wie besiegt die AfD sich selbst? Durch skandalisierbare Handlungen oder durch reale Skandale. Und angesichts der hergestellten Parallele zwischen diesem Treffen neulich bei Potsdam und der Wannsee-Konferenz, bei der es um die Vernichtung des europäischen Judentums ging, ist es für die AfD wahrscheinlich zweckmäßig, die Notbremse zu ziehen und sich dann von allen zu trennen, an deren Verhalten man einen die AfD schädigenden Skandal anhängen könnte. Und vielleicht gibt es, um meine Anfangsbemerkung noch einmal aufzunehmen, hier unterschiedliche Lagebeurteilungen von Weidel und Chrupalla. Was der Fall ist, müsste man die beiden selbst fragen. Ja, Lagebeurteilung, das klingt jetzt ja noch sehr, sehr vorsichtig. Sehen Sie darin auch schon erste Anzeichen eines Machtkampfes innerhalb der AfD? Ich sehe noch keine Anzeichen eines Machtkampfes. Es würde mich aber nicht wundern, wenn er eines Tages aufbrechen würde. Denn sobald Macht in die Nähe von handelnden Personen kommt, werden sämtliche Schwüre, gemeinsam die Macht auszuüben, zerbrechen. Dann will ein jeder seine Gestaltungsvorhaben durchsetzen, vermutlich weil er die des anderen für weniger richtig hält. Auch die Frage des Kanzlerkandidaten ist ja noch gar nicht entschieden. Offenbar hätten ja sowohl Alice Weidel als auch Tino Chrupalla durchaus Präferenzen dafür. Was glauben Sie denn, wie das ausgehen wird? Nachdem selbst in einer hochgradig bürgerlichen und sehr gesitterten Partei wie der CDU und der CSU vor der letzten Bundestagswahl ein ziemlich übles Hauen und Stechen um die Kanzlerkandidatur zu beobachten war, müsste man sich wundern, wenn es bei der AfD anders wäre. Wobei der Unterschied freilich der ist, die AfD wird mit Sicherheit nicht den nächsten Bundeskanzler stellen, aber die Position eines erklärten Kanzlerkandidaten verleiht ein bestimmtes Recht dazu, bei irgendwelchen Kanzlerduellen oder Triellen oder wie immer man das künftig nennen wird, mitzuwirken und die Positionen der Partei zu vertreten. Und an dieser Stelle ist dann wieder wichtig, wie die strategische Grundhaltung des jeweiligen Spitzenkandidaten ist, wie er also seine Partei in den Wahlkampfdebatten überbringt und welches Ergebnis das dann am Ende dann seiner Partei beschert. Aber Herr Patzelt, was heißt das jetzt auch alles, auch mit diesem bekannt gewordenen Treffen in Potsdam und den Reaktionen darauf? Was heißt das auch für die Strukturen innerhalb der Partei? Also wie stark ist beispielsweise noch der ja inzwischen aufgelöste Flügel, der ja ganz am rechten Rand der Partei steht? Der Flügel ist aufgelöst, insofern er ein offiziell greifbares Netzwerk ist. Aber natürlich bleiben in Parteien informelle Netzwerke bestehen. Und am Telefonieren und Austauschen von E-Mails ändert es ja auch nichts, wenn man erklärt hat, offiziell sei etwas aufgelöst. Und natürlich gibt es in der AfD einen erheblichen Meinungsstreit darüber, was denn die erfolgreichere Strategie ist. Viele, insbesondere im Osten beheimatet, sagen, wir sind erfolgreich dadurch geworden, dass wir eine grundsätzliche und auch kämpferisch auftretende Systemalternative sind. Warum sollten wir von diesem Erfolgskurs abgehen? Und andere, oft im Westen beheimatet, sagen, was nutzt uns eine relative Mehrheit der Stimmen und auch der Sitze im Parlament, wenn es keine Möglichkeit gibt, politische Macht auszuüben? Das geht nur als Koalitionspartner einer anderen Partei. Und in diese Rolle werden wir nie gelangen, solange wir als radikale Rechtsextremisten und so weiter hinstellbar sind. Und diese Strategieunterschiede innerhalb der AfD, sie bestehen, sie werden immer virulenter werden, je mehr die Stimmenanteile der AfD steigern und dann tatsächlich es von einer theoretischen zu einer praktischen Frage wird, soll die AfD sich auf den Weg zu einer sozusagen normalen, im politischen Wettbewerb stehenden Partei machen
Oder soll die AfD weiterhin behaupten, sie sei die Alternative zum verrotteten, linksgrün versifften deutschen bundesrepublikanischen System, wie es ja für viele AfDler die Selbstwahrnehmung ist? Naja, spätestens umso näher die Bundestagswahl dann rückt, muss man die Entscheidung, auf welchem Ticket man denn für diese Wahl fahren will, dann doch auch noch mal treffen. Herr Patzelt, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Gern geschehen.